zu Hause, wo wird man uns immer hören? An der Hafenstraße, RWE. Für uns warst du immer wer, war die Zeit auch noch so schwer. An der Hafenstraße, RWE. Sing deine Fahrt, du mein RWE. Günther Fürhoff, wenn ich daran denke, mein lieber Onkel Otto. Ja, das waren noch Zeiten, ne, Nobby? Wir zwei auf der linken Seite, du mit deinen super Pässen und ich brauchte sie ja nur noch reinknallen. Du hast sie ja so angeschnitten, dass die gar nicht vorbei konnten. Nach dem Spiel, da feiern wir, rot-weiß essen, wir sind hier an der Hafenstraße. Mit wem hast du denn am liebsten zusammengespielt in deiner Mannschaft? Gab es Typen wie Nobby, der dann zu uns gestoßen ist, Nobby Fürhoff, der dann natürlich auch bei uns aus dem Sport kam und auch von der Mentalität zu uns passte und so. Und wir auch viele Stunden zusammen verbracht haben, schöne Stunden. War natürlich phänomenal, was der da angestellt hat, ne? Mit seinem Ball. Ne? Der hat die Leute ja so. Das kann man ja heute nicht mehr machen. Das ist ja dann, kriegt man dafür gelbe Karte, also verarscht. Ich denke mal auf, dass wir alle noch spielen könnten heute, wenn wir heute groß, wenn wir aufwachsen würden in der heutigen Zeit. Genau. Weil es wird ja oft gesagt, ihr von früher könnt nicht mehr spielen und das ist alles Humbug. Mhm. Weil wir würden heute mit unserem Können, mit dem Auge für die Situation, würden wir heute aufwachsen in dieser Zeit und wir würden das Spiel heute genauso lesen können wie früher. Also ich sag mal, uns hat man auch nicht getragen und so. Und wenn man heute von vornherein dieses Training mitmacht, dann ist man noch, warum sollen wir das nicht geschafft? Das ist ein Blödsinn, die ganze Quackerei ist Blödsinn. Ja, kann ich nachvollziehen. Außerdem kann man Generationen miteinander nicht vergleichen, sollte man gar nichts anstellen. Ein guter Fußballer ist und bleibt ein guter Fußballer, so egal in welcher Zeit. Ja, so ist es.